Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Challenge Projekt auf dem Zweisternhof mit dem Mikado Play 6D. Hallo. Dem Tiger Farm und dem Leon als Elu. Hallo. Hallo. Und natürlich Varuna. Moin. Eigentlich Varuna müsstest du sagen, dem zu netten Mikado. Nein, nein. Jeder, der die letzte Folge angeguckt hat, der versteht was. Ja, aber Varuna ist ja die Hauptperson. Also an diesem Punkt vielen Dank, Mikado, für deine angebotene Hilfe, auch wenn ich sie am Ende nicht benötigt habe. Immer Auto, gerne. Ei, Zickzack, oh nein, Haus. Okay, so. Außerdem, ja. Muss ich noch was sagen, um Leon seine Aussage gerade noch zu verbessern, eigentlich ist hier Varuna nicht die Hauptperson, eigentlich sind wir die Hauptperson. Alle sind die Hauptperson, weil ohne euch würde das Projekt so gar nicht stattfinden. Ja, okay, stimmt eigentlich. Natürlich ist Mikado mit das... Nein. Laterne. Nein. Hey, ich bin doch keine Laterne. Nee, da war nur eine Laterne, die wollte sich mehr entwickeln. Ah ja, das sind die Ausreden, ne? Da regt ein. So, kurz zu den Aufträgen, die laufen weiter wie letztes Mal. Wollen wir die Abrechnung dann einfach für das Ende dieser Folge machen? Ja, würde ich so handhaben. Und? Ja, bin gleich da. Sie verstehen ja schon, was ich meine. Sag mal. Telekinese. Haben Sie gerade eben die Lage verkauft? Warum? Müssen Sie jetzt mal ganz ehrlich beantworten. Beantworten Sie mir erstmal die Frage, bitte. Ja. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht alles Geld gekriegt. Haben Sie bei Akroma verkauft? Ja. Okay, dann ist es ja klar. Weil in der letzten Folge war es auf 600 steigend, und jetzt ist es bei 450 steigend. Nein, der war auch gerade bei 711, als ich verkaufen wollte. Hä? Ich habe mich gerade schon gewundert, weshalb plötzlich nur noch 10.000 weniger reinkommen. Ach, verdammt. Okay. Hä? Der war doch eben noch bei über 600. 711 ja. War es, als ich zwischen den Folgen geschaut habe. Okay, gut. Dann ist es halt so. Dann wird man mit dem Ladewagen andere Aufgaben erledigen, falls das LU das den Ladewagen nicht benötigt. Nö. Ich bin eh am Sehen. Gut. Also, dann machen wir weiter. Wenn es euch gefällt, was ihr seht, gerne Like, Abo oder Kommentar da lassen und auch mal bei den alten Folgen vorbei schauen. Wir sind inzwischen bei Folge. Alten. Folge 63. Ja. Und fragen wir, ob ihr mitmachen wollt. Nicht zu vergessen. Und guckt am besten mal Folge 10 an, da komme ich nämlich als LU frisch dazu. Ja. Stimmt, wir könnten halt wirklich immer noch welche mitmachen. Also wenn ihr kurzzeitig noch dabei sein wollt und uns wirklich kräftig unterstützen wollt als LU, dann immer gerne vorbeischauen. Genau. Zwei Elula hätten noch die Möglichkeit, bei den Folgen dabei zu sein. Ja. Gut. Aber die Anfrage ist weiter. Nicht großen. Dann würde ich sagen, ja, weiter. Ja, das ist mein neuer Bau. Sehr elegant. Baum? Bau. Ein neuer Baum. Das Bau. Ist mit dem Baum. Ja. Welcher Ingame-Zeit hat die Folge von Mittwoch angefangen, in welcher Endgame-Zeit? Oder nee, gestern, Donnerstag. Keine Ahnung. Darauf achte ich nicht. Warum? Ich auch nicht. Achso, von wegen der Abrechnung. Wegen der Abrechnung. Nur, dass ich ungefähr weiß, wie viel das jetzt ist. Warte mal, das waren 17 Minuten mal 5 sind 35. Kann man das so rechnen? Kann man nicht so rechnen, ne? Ich glaub nicht. Ja. Wir schauen mal dann nach. Ich glaube um 11 oder so. Das irgendwie um 11. Hin. Ah nein, stimmt, das muss man rechnen. 17 mal 5, so muss man es rechnen. Und dann zur aktuellen Zeit abziehen. 17 mal 5 sind 85. Also 90 Minuten, 11 Uhr passt. 11 Uhr? Gut. Ja. Gut, dann damit ich nicht zu viel von euch abziehe.
Nee, bitte nicht. Das wäre ja doof. Ja, das wäre Abzocke. Also bei Mikado würde ich das ja noch machen. Wieso sind denn eigentlich alle gegen mich hier? Jetzt hatte ich gerade mal noch eine Frage. Hast du das eigentlich jetzt gemacht gehabt, Mikado, wegen dem Land und so? Was? Wegen der einen Parzelle? Ah ja, Parzelle 14 gehört dir. Okay. Ja, das habe ich doch schon. Ja, das habe ich in der vorletzten Folge gemacht schon. Ja, das war am Mittwoch, aber alter Mann und Kopf und so, manchmal. Vergesst du dich auch. Genau. Naja, so alt bist du jetzt auch nicht, oder? Ja. Das kann man sehen, wie man möchte. Ich kenne schon ältere Leute, glaub ich. Ich kenne eine Oma, die ist 90. Also, ich glaube mal nicht, dass du über 90 bist. Ah, knapp dran. Hat mich noch gut gehalten. Aber ich auch. Ich auch, ich bin locker schon 100. Also ich bin doch schon viel älter, ich bin ja schon 1000. Also. Sekunden. Über 4. Ja, genau 1000 Sekunden alt. Ich würde aber sagen, wir machen hier weiter und lassen mal das LU auch weiterarbeiten. War schon die ganze Zeit. Ja, bin schon aufmerksam. Wenn Sie da mit Main fertig sind, können Sie gerne noch schwaden. Das mache ich gerne. Haben Sie jetzt mit mir geredet? Achso. Danke. Gut, dann bis später. Bis später. So. Muss ja alles. Ja. Disponieren und ordentlich Gas geben. Boah, ey, heute am Aufnahmetag ist wirklich ein Aufnahmetag für mich. Das wäre so komisch, wenn nicht. So, nee, ich meine halt, weil jetzt nehme ich mit euch auf und gleich nehme ich halt nochmal was mit ein paar Kollegen auf. Deswegen. Bist du Konkurrenz gewechselt? Nein, ich bin. Ich nehme nur mit ein paar Kollegen auf, weil die brauchen Unterstützung. Und die können, also er hat gesagt, die können das zu dritt sind die jetzt, können die das alleine nicht spielen und die haben halt keine vierte Person. Die brauchen halt deswegen. Muss dann noch ausreden. Das ist jetzt was anderes. Das ist jetzt kein Landwirtschaft im Moment. Wenn ich nochmal so. Tigerfarm bedankt sich, dass ihr ihm die Arbeit abgenommen habt, scheint so. Ja, ich arbeite auch für mein LU. Ja. Das LU muss bei mir nicht nur die Drecksarbeit machen. Bei mir schon. Ja, okay, aber so das liegt doch einfach nur daran, dass ich das Geld brauche. Ich habe halt die meisten Sachen einfach verkauft. Und deswegen müssen die bei mir leider halt die Sachen machen, die ich nicht machen kann. Obwohl die manchmal auch eigentlich ganz cool sind. Okay. Das ist bei mir anders. Bei mir läuft alles Hand in Hand im Moment. Naja, da sind die bei dir Sklaven, ne? Da werden die gepeitscht. Ja. So. Die armen LUs. Die verdienen schon auch ordentlich daran. Die armen. Also Tigerfang, ihr könnt es ruhig sagen. Falls ihr das Video jetzt seht. Sad. Einzelkorn oder? Nee. Ich fährte mein Fahrrad. Nee, das andere. Ist eigentlich das andere einfach sehen, oder? Merkorn. Einfach. Ne, ernsthaft. Ja, wenn es eine Merkorn. Wenn es eine Einzelkorn heißt, dann würde ich sagen. Ja, Einzelkorn. Gott, ey. So, dann muss ich gerade mal gucken, wo der Preis hier ist. Schon wieder soweit. Okay. Warte, das Video, wir haben heute, wenn das Video rauskommt, haben wir wann? Freitag. Freitag haben wir. Oh, Freitag. Echt? Haben wir dann schon Freitag? Ja. Dann werde ich am Mittwoch echt viel Spaß gehabt haben. Oh. Weil das so unproduktiv da ist. Der 1. Mai. Nein, da ist der 1. Mai und da feiern wir immer ganz groß. Nee, Moment, jetzt hast du gerade einen Wechsel, einen Fail drin. Was habe ich denn jetzt? Also wenn wir am Aufnahmetag sind wir in der aktuellen Woche. Das heißt, wenn wir jetzt Freitag haben, ist 1. Mai erst nächste Woche Mittwoch. Hey, ja, kommt das nicht nächste Woche Mittwoch? Nein. Also nächste Woche. Ah, oh, okay. Dann werde ich am Mittwoch noch viel Spaß haben.
Das müssen wir auch noch teilen. Ja, das musst du ja schon richtig sagen, ja. Wenn du nur sagst am Freitag, dann weiß ich ja gar nicht, welcher. Diese Woche Freitag, also Aufnahme Woche Freitag. So. Ach Gott, da liegt schon wieder eine Palette. Ach, danach gucke ich schon gar nicht mehr. Es sind schon so viele. Große Nachfrage bei Mühle, für was denn? Für Sonnenblumen, 1000. Nee, oder? Das sind 1600. Ich bin blind. Haben wir nicht, brauchen wir nicht. Geld sowieso nicht. Ja, Geld brauchen wir. Ja, das hat noch ein bisschen Zeit. Ich muss wieder Kredit zurückzahlen. Ich habe wieder ein bisschen reingehauen. Aber ich muss jetzt mal ein bisschen Feldarbeit leisten, damit wir da auch wieder vorwärts kommen. So. So, auf jeden Fall sind wir jetzt deutlich schneller unterwegs. Das ist schon noch ein Vorteil, kleiner Blick. Auch gleich fertig. Jo, kein Problem. So. Das kann ich nicht sein. Wir sind Ja, bitte. Ich würde einmal für das Main abrechnen. Ja. Das müssen jetzt ungefähr um bei Bummel nicht 2 Stunden gewesen sein. Ja. 2 Jahre. Krass. Dann das heißt, schon so um die das heißt 1900 fürs Mähen und noch 100 für die fürs Abfahren. Okay. Also, sie müssten mal gerade den Hof wechseln. Sie sind irgendwie im falschen Hof. Nee, ich habe das extra gemacht, dass ich wollte eigentlich sehen, wann der Wascher voll ist. Ja, zu 80. Ach so, jetzt ist er voll. Wow. Nein, ich mach das kurz. Bin ja hier gerade am. Okay, dann kriegen sie 2000 und jo, und der Schwaden kommt dann noch. Genau. Wie lange braucht mein Helfer noch, wissen Sie das? Das kann ich gleich mal noch. Und sie müssten dann kurz den Drescher gleich umsetzen, wenn der fertig ist. Ja, das kann ich auch. Beziehungsweise oben die kleine Ecke müsste auch noch dreschen. Kann ich. Danke. Geld kommt. Ja, ich frag mal, wie lange der noch braucht. Und dann komme ich nochmal. Ja, danke schön. So. Ja, Geld an Hof überweisen, 2000. Ah. Ja, erstmal stricken. Stricken? Nein, nicht stricken. Ich glaube, ich melde mich nochmal erst gleich fertig. Die 2000 okay. Sind raus. Ja. Wie gesagt, sie sehen sie ja leider gerade nicht, aber ist raus. Ja, das. Dankeschön. Bitte. In 2 Minuten wäre auch dann die Abrechnung. Ende. Das heißt Abrechnung. Also, ich kann ja Leon jetzt schon mal holen. Dann können wir für die 2 Minuten. Hallo? Ja, hallo? Ah. Die Abrechnung möchte Mikado haben. Ja, Abrechnung. Unbedingt. Hallo, nein.
auch 2 Stunden sehen. Ja, ja, aber ich bin noch nicht fertig. Ja. Ist ja egal. Achso. Ja. Wie viel wären das jetzt schon? Wie lange haben wir noch? 1 Minute. Eine Minute. Also für das 10 macht das 3100. Weil wir haben es 19:16:50. Warte, wie viel nochmal? 1000? 3100. 3100. Jo. Bitteschön. Dankeschön. Danke. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like, Abo oder Kommentar. Am besten alles. Und schaut gerne am Montag wieder rein. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Ja, schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.